Hallo Freunde, heute machen wir weiter und wir haben als schöne Überraschung für euch, habe ich mir ein paar Gastkommentatoren eingeladen, die sich jetzt bitte vorstellen. Hi, ich bin Greifenländer. Wie geht's euch? Hallo, ich bin auch Jan, ich bin auch im Schini-Glurak angemeldet, heißt Knochentrocken und auch Admin des Partnerforums. So, und da sich meine Kollegen jetzt vorgestellt haben, beginnen wir mit unserer Reise und können euch mal ganz schön erzählen, was wir für einen Scheißdreck hier machen mussten, nur um diesen Käse hinzukriegen. Erstmal kommt Cynthia, die will was anderes sagen. Ja, kann schon sein, dass sie was anderes sagen will. Aber mich interessiert es gerade nicht, was sie sagen will. Mich interessiert es eigentlich, was wir zu diesem Thema sagen wollen, wie wir das auf die Reihe gekriegt haben. Ach so, das willst du hören. Also ich habe Kuchen gegessen, während du dir ein neues Headset gekauft hast. Und ich habe ein Pikachu auf deinen Rechner gemalt. Am Ende war ich wieder mal der, der alle gerettet hat mit der genialen Lösung. Danken könnt ihr mir später. War das nicht Pikachu alleine? Ich hatte die Idee mit dem einen Programm und jeder nimmt sich selbst auf. Eigentlich kam diese Idee von unserem netten Administrator Hopfel. Ein Applaus an Hopfel. Ja. So, nun hauen wir die Arena platt. Das ist Uns nämlich hoffentlich durchlässt. Silvana, die Arenaleiterin von hier. Ja, uns Da muss man begegnen nämlich sich jetzt erstmal getarnt. die anderen finden. Sie haben Tarnkappen. Ist falsch. Das war Ich doch glaube komplett auf der anderen erst Seite, links, oder? ich glaube erstmal links, dann mittig, dann rechts oder so. Jedenfalls war es auf der anderen Seite. Ganz ruhig, wir werden es schon hinkriegen. Ja, du bist doch hier die diesen. Also, komplett links. Ist Links, links, links! links, links, links ist da, wo der Daumen rechts Die ist, sind nicht bevor ich dich verrassel. unsichtbar! Du musst nach Links, links links, gehen. hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, Ja, nicht rechts, gegen die links. Tanne laufen. Hoch, hoch, runter. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie! Ja, wir haben sie gefunden! Super! Kampf beginnt! Eine Göre. Anne. Was setzt du ein? Eine Kirsche. Ja, Kikugi. Gucki. Und ich habe das falsche Pokémon vorne, merke ich gerade. Darauf haben wir leider nicht geachtet. Ist mir aber gerade voll egal. Parahag. Na. Naja, war jetzt nicht so. Parahag. Wieso kann er kein Feuer zahlen? Erst Weiterentwicklung, oder? Feuerzahn erlernt doch erst die Weiterentwicklung und dann durch Herzsuppe. Mein lieber Freund, Feuerzahn lernt als Eiattacke. Ja. Oder so. Genau wie Eiszahn. Ist ja voll blöd. Arcani konnte Donnerzahn per Herzsuppe erlernen. Dafür gibt es jetzt Stromstoß in der fünften Generation. Wieso ist das Kikui immer noch nicht besiegt? Ich kann nichts dafür. Mein Luxio ist einfach zu schwach, das Da Viech. muss man sich ein anderes Oh, Pokémon holen. oh, Das war doch jetzt Diamant, oder? Ja, Diamant. Das war Pearl. Diamant, dachte ich. Ich dachte, es wäre Pearl. Was ist es denn Pearl jetzt, oder Pika? Diamant? Nein, wir spielen hier Diamant. Wir spielen kein Ja, ich Pearl. hatte Ach, recht schade. gehabt. Obwohl Perl natürlich cooler ist als Diamant. Ich gebe es offen zu, ich finde Palkia cooler als Dialga. Verschafft sie sich Typvorteil. Panpyro. Aber leider ohne Donnerschlag. Und ohne Eishieb. Eishieb kann es nicht erlernen. Das
Ist ja voll blöd. Wieso kannst du Donnerschlag aber nicht Icy Bear lernen? Nimm Nocturne, das kann alle drei. Ja, mhm. Nocturne ist cool. Pampurbo ist langweilig. Ich merk schon. Sag mal, haben wir überhaupt schon ausgemacht, wie viele Stunden wir eigentlich aufnehmen wollen? Also ich habe bis Mitternacht locker Zeit hier. Bei mir ist gerade nicht obliegt zu gucken, wie viel wir aufgenommen haben. Das kann das Programm nicht. Tja, da muss man halt... Kann ich dir sagen, 5 Minuten und 40 Sekunden. Angeber, Angeber. Angeber, Angeber. Zwei Felsen, hat einer zwei Felsen gesehen? Zwei Felsi, Felsi, also Felsi, ich würde Felsi. Sagen, die zwei Felsen sind wenn dann rechts. Wenn überhaupt. Da sind zwei Felsen. Ach, Kacke. Da, ich seh's. Erstmal wechseln. Zu Staravia. Ist es ein Macholo mit Schild los? Das weiß doch Pika nicht. Unten war doch die Göre, oder? Ja, sie ist gerade... Leute, darf ich mich vielleicht vorher nochmal aufladen gehen? Alles klar. Ich habe zufälligerweise keine Tränke bei mir. Ich habe keine Tränke bei mir. Ja, jetzt müssen wir erstmal einen saufen. Ja, immer doch. So läuft jetzt der Markt vorbei. Weil wir betrunken sind. Ich merk schon hier. Nein, ich kann gleich sagen, ihr irritiert mich. Bing, 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 bing. Komm bald wieder, du alte Hase. Da ist ein Item, da war ein Item. Wo ist ein Item? Wollt ihr jetzt nicht Tränke kaufen gehen? Leute, an das Item komme ich ohne Zerschneider nicht ran. Wolltest du nicht Tränke kaufen gehen? Nein, ich habe keine Lust auf Tränke. Ich habe Bock, die ganze Zeit zum Pokémon-Center zu rennen. Ist ja bloß unsere kostbare Zeit, die wir nie wieder bekommen. Und wieso? Da unten ist doch ganz klar, hat man doch ganz klar gesehen. Da ist sie. Das mache ich mit Absicht. Ich will euch so lange nerven, wie es geht. Tja, ich glaube dann... Mich stört's nicht. Dann werden wir dann mal schauen, wer als erstes aufgibt. Ich glaube eher du anstatt ich. Knospi. Also das kann man doch One-Hit-Down machen. Das ist bloß ein Knospi. Ja. Ich wäre jetzt enttäuscht, wenn du das jetzt nicht schaffst. Muss man schaffen, komm. Das ist ein Baby und Staravia. Okay, ja. Gut so. Jetzt hätte ich mich jetzt echt geschämt. Ja, komm schon, sag's. Wir sind böse. Wir haben weiterentwickelte Pokémon. Nee, aber da kommt wieder ein Knospi. Musst du wieder One-Hit-Down machen. Wie, die Frau hat jetzt drei Knospis. Dann ist es sehr einfallslos. Das kommt aber schon vor. Ja, ich will aber mindestens hier noch ein Roselia haben hier. Wenn ich schon kein Ros... Ich dachte ein Rosarade. Ich sag immer Rosarade dazu. Knospi. Oh. Das kann auch ein Glurak mit einem mit verbundenen Augen töten. Oder ein Raupi. Naja, Raupi aber nur, wenn es Käferbiss drauf hat. Weil dann hat man ja noch den Typvorteil. Genau. Billigabsorber, hallo! Das ist sehr effektiv, sicher. Oh! Es ist trotzdem Billigabsorber. Oh, hat fast 20 KP abgezogen. Hast zwei Attacken dafür gebraucht. Das ist. Naja, Plieprim hat ja keine 1, hatte, für die ist ja keine Stabattacke.
weiß schon, dass Splitprime eher besser ist, wenn du es auf Spezialangriff trainierst. Ja, ich weiß, aber Schnabel ist eh keine Stabattacke, weil es ja kein Flug ist. Ja, dann wird er später zu Stahl. Genau. Stahlwasser. Genau. Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, wieso Stahl. Als Pinguin wäre doch... Frag doch einfach mal, warum gibt's dreimal Feuerkampf? Wieso nicht? Weil ich habe wenigstens eine Begründung, weil Pliprim, Impoleon ist ja ein Pinguin, könnte Eis oder Flug sein. Wobei Flug, es kann ja nicht fliegen, aber trotzdem. Oder reines Wasser. Genau, Eiswasser oder Eisflug, das ist wenigstens noch logisch, aber doch nicht Eisstahl. Wieso Eisstahl? Frag die Macher, die können es dir sagen. Leute, ich habe auch nicht verstanden, warum Luxtran nur ein Elektrotyp ist. Das wäre super Elektro-Unlicht gewesen. Oh, Chelast hat überlebt. Ist es aber nicht. Das hat ja auch gute Defensivwerte. Ja, das kann ich nur bestätigen. Genau, ist die da ganz oben. Das ist dann sicher eine Blonde. Wenn nicht, dann halt eine Brunette. Blonde, sage ich doch. Das wusste ich noch, dass es eine Blonde war. Ja. Eine Blonde war dabei. Ein Blondinchen, eine Schönheit. Und sie hat sogar was Besseres. Aber Roselie hat man schon mal gesehen heute. Ja. Was genau. Besser als Knospi. Alles ist besser als Knospi. Ja, wenn ihr wisst, was so letztes, das sechste Teammitglied ist, dann würdet ihr alle in die Luft springen. Nein, das kommt ganz spät. Ich dachte, das war das Marschollo. Togepi. Was ist das sechste? Ich habe nicht aufgepasst. Lucario. Also, sie hat ja dieses Staravir, dann alle drei Starter, Luxio und Macholo hast du gesagt. Genau, sechs Stück. Da sage ich doch. Yes. Das Marschollo ist nur ein Platzhalter, das braucht nur zu drümmern. Sie wartet, bis sie Rosarade bekommt. Ach so. Wieso Rosarade, wenn sie doch Schelast hat? Keine Ahnung. Will halt diesem Pokémon auch mal eine Chance geben. Zerbrecht euch ruhig weiter den Kopf, ich verrat's nicht. Ich finde Lucario cooler. Besonders wenn man dann noch die Zuckerattacke Feuerfähigkeit bringt. Und Donnerschlag. Genau. Feuerfähiger, Donnerschlag, Eishieb und Kreuzhieb. Oder Nahkampf wäre es bei denen gewesen. Was denn bei denen ist Kreuzhieb oder Nahkampf? Bei Lucario. Nahkampf lernt so. Genauso wie Patronenhieb kannst du ihm noch über Ei beibringen. Ich weiß jetzt nicht, ob so wirklich Patronenhieb war doch. Da hat es einen Stab, also. Eine Stahlattacke, Stärke 40, also dann 60 bei Lucario und Turbo-Tempo hat 80. So, und wir kommen jetzt zur Arena-Leiterin. Ob wir gewinnen oder nicht, das seht ihr gleich im Licht. Heißt der Spruch nicht? Warum komme ich jetzt auf 1, 2 oder 3? Ob ihr gewinnt oder nicht, das seht ihr, wenn das Licht angeht. Nee, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Genau. Du hast nicht mal den... 1, 2 oder 3. Ich kenne die Melodie nicht mehr. Und wieder eine Kirsche. Flügelschlag. Und es überlebt. Das Wetten wir, es überlebt. Nein, es hat nicht überlebt. Ich habe gewusst, ich hätte doch auf Level 20 trainieren sollen. Nein, es ist gestorben. Oh, die arme Kirsche. Jetzt bekomme ich Hunger auf Kirschen.
Ja. Ich nicht. Weißt du, das Witzige ist, meine Schwester nennt es immer noch Kirsche. Das ist ja auch nur Kirsche. Schlast. Ihr mieses Schlast. Sie nicht mal ein Drittel. Hätte sogar noch einen kleinen Vorteil gehabt. Ist da schon. Ist da schon Boden sein, oder? Nein, Telast ist erst Boden ab Shelterra. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Ich würde jetzt auf berühmte Seiten nachschauen, aber. Ich bin zu faul. Ich konzentriere mich lieber auf das Video und Rosa Rade. Jetzt kommt das Rosa Rade. Ich hätte das blöd fand, dass Strauchler kein Pokémon per Level aberlernt hat. Das ist eine reine Dämmattacke. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum es immer die schlechten Attacken einsetzt. Früher war das alles schon viel schwerer. Da weiß ich noch, da habe ich nicht mit. Was hatte ich denn da? Da hatte der Arenaleiter, glaube ich, Lapras. Nee, Seedraking hatte der Arenaleiter und ich hatte irgendwo was anderes. Da habe ich mich. Ah, das war die. Das war die Drachen. Nee, das war bei Smaragd war's. Von Johto. Bei der Sandra? Ja, da hatte ich mich irgendwie. Ach so. Eine Viertelstunde lang nur mit dem gefightet. Er hatte Hypertrank eingesetzt, ich Hypertrank, er Hypertrank, ich Hypertrank, ich Eisstrahl, dann wieder Wasserattacke, Eis, Wasser. Nee, das der den ersetzt hat, weil Vasili war ja dann in der Smaragd schon wieder Top 4 Mitglied, Champ sogar. Ja, toll, das habe ich den. Ah, Scheiße. Und wenn ihr es nicht gemerkt habt, dann haben wir unser Panduro verloren. Du konntest gegen. Du hast doch gegen Rosa Rade verloren. Hä? Das ist ja schon die zweite Entwicklungsstufe. Trotzdem. Hallo? Rosa Rade. Typvorteil. Ich bin sehr enttäuscht. Genau. Staravia ist cool. Ja, ja, die Retterin. Ja, der Not, die Retterin hier. Es erinnert mich an mein Dialga. Das ist nämlich dem Drachenstoß von Knackrack ausgewichen und hat es dann platt gemacht. Das war ein scheiß und epischer mit Kampf. Mit großen Mühen und Not haben wir endlich den Orden. War ja so schwer. Staravia hätte ich auch gewonnen. Ja, nicht so, wenn die du Kämpfe levelst. Werden noch schwerer, keine Frage. Und wir können Zerschneider einsetzen. Aber wir haben noch keinen Zerschneider. Zerschneider müssen wir erst holen. Aber wir haben noch keinen Zerschneider. Ja. Wieso haben wir schon Zerschneider? Ich dachte, den müssen wir erst holen. Oder auch nicht. Wieso kriegen. So, dann einfach mal ja, ich hab den von Cynthia gekriegt. Ja, weil wir darüber reden sollten, wie ich Kuchen esse. Ja, ist reines Pflanze. Ja, ich wollte aufpassen, was Cynthia sagt. Ihr beiden habt einfach geschlafen, das ist lieber, alles. Darüber reden, dass ich Kuchen esse, er irgendwas anderes gemacht hat und du mit deinem Headset gekämpft hast. Ja, und ich... Na, jetzt kannst du das Item holen. Ja, so kommen die Sachen zusammen. Und wir haben gerade einen Emulator-Hänger. Ist das nicht herrlich? Ja, da ist nicht mal... Ich sehe kaum was. Ja. Was habe ich gesagt? Du brauchst keinen Zerschneider. Du brauchst keinen Zerschneider, aber du... Wir kaufen mir das auch noch ab. Ja. Du wolltest Tränke kaufen gehen. Wenn ich mir das abkaufe, kann ich doch auch nichts dafür. Daran habe ich mich auch erinnert. Was will ich mit Tränken? Ohne Tränken ist es aber besser. Außerdem, ich habe einen Supertrank erreicht. Tja, dann solltest du dann mich mal fragen, ich glaub, wieso ich denn noch gar keinen Hypertrank.
Ja. Weil ich die letzten vier Tage nicht weiterspielen konnte, weil wir die Sache hiermit nicht hingekriegt haben. Ja. Oh. Also, architektonisch gesehen, verstehe ich die Stacheln nicht so ganz, wie die das angebracht haben. Oh, nein, jetzt sind sie auf dich aufmerksam geworden. Warum verstehen, wenn hättest du nicht Turbo-Tritter gemacht, wärst du vielleicht vorbeigekommen. Ein Doppelkampf. Wieso, das ist doch viel epischer. Ich habe früher immer gern gekämpft. Aber was noch besser ist, ist der Dreikampf. Doppelkampf macht mehr Spaß. Aber am besten ist Multikampf. Multikampf ist besser. Nö. Nö. Ich find den Einzelkampf am besten. Pokémon gegen Pokémon wohl eher. Einfacher Mann gegen Mannkampf. Ja. Oh, es kommt ein Wampel. Der starke Bruder vom Raupi. Was ist stärker, Raupi oder Wampel? Was ist bei denen vor und so, beide Pokémon haben ihre Vor- und Nachteile. Nimm mir mal einen Vorteil von Wampel und einen Vorteil von Raupi. Wampel kann sich zu zwei verschiedenen Pokémon entwickeln. Ja, ich rede hier von Raupi und nicht deren Entwicklung. In dem Zustand, wo es gerade ist, hat es keine Vorteile. Wieso? Ist doch kein Käferbiss, oder? So viel ich weiß, hat Wampel, glaube ich, eine bessere Verteidigung als Raupi. Oh, stimmt. Raupi kann keinen Raupi vergiften. Wampel ist eindeutig besser, weil Wampel kann. Nennt Wampel nicht auch noch Tackle? Ja. Oder täusche ich mich da? Ja, aber damit hat es zwei schädliche Attacken. Wampel hat bloß eine. Ja, lernst du aber erst später. Und ich schätze mal, Wampel lernt später noch den Käferbiss. Panektown. Ganz knapp. Machen wir Finale, oder? Das kriegen wir jetzt noch, wenn es funktioniert. Hä, Finale? Wer soll denn Finale machen? Das wäre episch, dass wenn ein Shelterra explodieren könnte oder ein Shelterrain. Das wäre der Aufwand nicht wert. Könnte. Zumal dann auch noch unser Luxra oder Luxio draufgehen könnte. Beziehungsweise drauf geht. Es geht drauf. Nicht, wenn Luxio so klug gewesen wäre, hätte er Schutzschild eingesetzt. Ja, dann geht meine ganze Finale-Theorie kaputt. Naja, eigentlich war es Kampf Nummer... Der erste Kampf ist fertig. 2, 3, 4, 5... 6. Kampf Nummer 7. Kämpfst du nicht? Genau, die sind ihr zu low. Was soll ich mit denen? Das habe ich wohl immer. Vielen Dank. Ach, das ist doch nett, dass sie sich bei uns bedanken. Das sind nur Aufhalterungen. Und wenn ich mich nicht täusche, sind die überhaupt Arbeiter. Gar keine Trainer, sondern nur Arbeiter. Werden die bezahlt? Ja, was die alles leisten, ey. Die können auch an. Wie viel verdient man da so? Ja, fürs Kämpfen. Ist das noch eine weitere Frage? Keine Ahnung, wir werden gleich das erfahren. Ist ein anerkannter Ausbildungsberuf? Naja, normalerweise. Keine Ahnung, dauert vielleicht auch 2 Jahre, oder? Wie heißt das denn? Ist doch egal, was man bei denen verdient. Die werden jetzt blatt gemacht wie Team Rocket. Blatt gewalzt. Weil die hatten wenigstens... Ja, weil die hatten wenigstens ein Ziel, was man selber auch noch versteht. Team Rocket waren die Besten.
seit neuestem haben wollen. Ah, scheiße, wir wurden vergiftet. Genau, am besten Gegengift einsetzen, dann ist es so. So, das macht doch alles epischer. Ich dachte, ja, halt ich halte was davon, Bus. Sie hält ja nichts davon. Und ich sag dir eins, nur eine Lusche verwende Tränke. Und Gegengift ist ja kein Trank. Spätestens bei der Top 4 braucht jeder einen Trank. Ja, aber ist ein Mann überlevelt. Wir hockt sich hin und macht seine Pokémon auf das Level, was man braucht. Ich habe in der Smaragd mal einen langweilig, oder? 100 gemacht. Warte mal, jetzt überlege ich gerade, du hast auf der Smaragd Pelipper auf Level 100 gemacht? Auf Level 100? Pelipper, jetzt habe ich Pelipper mit Pelipper verwechselt. Ein Flipper Level 100 habe ich auch mal gemacht. Flipper. Ihr wisst doch, Level 100 Pokémon machen am meisten Spaß. Genau. Besonders wenn sie auch noch EV und DV getrainiert sind. Wie das Blindrap. Ich hab sind, glaube ich, Hydropumpe, Eisstrahl, Toxin und noch was beigebracht. Spiegel Cape. Ich weiß jetzt nicht, ob das das war. Das war eins mal mit Schutzschild und Spiegel Cape. Ich weiß, dass ich das einen Fokusgurt gegeben habe, das weiß ich noch. Und dass es shiny war, genau. Und das Idealwesen. Wo hast denn das hergehabt? Mäßig. Wo hast denn das Pokémon hergehabt? In die perfekten DV. Und wie viele Eier hast du dann am Ende gemacht dafür? Keine Ahnung, wie viele das jetzt am Ende waren. So viele, dass es am Ende schon wieder weniger waren. Ja. Leichte Emo-Hänger. Das haben wir schon am ersten Tag gesagt. Der Emo ist ein Emo. Emolga! Ja. Emolga hat die Emulatoren gemacht. Jede Wette. Emot. Der Emolga-Emulator. Mit vielen Emotionen. Wie heißt es schön, solange man sich dieses Video noch angucken kann, ohne dass es scheiße aussieht, ist alles okay. Wieso kannst du Affe nicht zwei Schritte weiter vorne stehen? Weil er ein Emo ist. Aber selbst wenn, würde mich die Tatsache verwirren, dass man hinten an ihm hinten rum vorbeilaufen kann und er einen nicht bemerkt. Hier, wenn du mir mitmerken. Ey, jetzt kommt die Kacke wieder. Kacke ab, Level 15. Wie heißt es schön? Es gäbe einen kleinen Trick, den cheaten, man verwenden könnte, aber macht? Diese Kleinigkeit ist bei manchen böse, böse. Was denn? Du hast es jetzt gesagt. Ich mach das nur aus Langeweile, weil ich das Spiel schon meistens durch hab. Cheaten. Hoffentlich meldet es keiner das Video, weil ich cheaten gesagt habe. Heißt es nicht, sich aushelfen? Am besten sind immer noch die, wenn du sie benutzt für Steine. Ja, oder Kugelblitz. Brauche ich nicht. Ich habe immer meistens Pika gefangen mit Kugelblitz. Das ist aber eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit. Und ich hatte immer viel extrem niedrige Wahrscheinlichkeit, das Pokémon immer zu kriegen. Oh, und jetzt ganz episch. Jetzt kommt die böse Bossin. Bossin? Mit Bossin? Dem Item. Chefin? Ja, komm her, du blöde Tussi. Ja,
Aber pssst, wir wollen hier nicht spoilern. Aktuell ist nee, das die ist Bossin. Nur ein Vorstand. Das ist nur ein Handlanger. Ja. Ein Commander. Oh, Zubat ist schneller als Plieprin. Und zieht ihm fast 10 KP ab. Okay, schneller verstehe ich noch, aber 10 KP, das ist... Ja, das ist doch logisch. Zubat ist ja ein schnelles Pokémon. Jetzt wird's aber echt übertrieben. Die hat's aber ziemlich gut aufgezogen. Ich wette mal, es wird später zu einem guten X-Bad. Luba ist nicht dann Schnabel stärker, weil Luba nur 20 vielleicht 30 abzieht und Schnabel 35. Aber sie. Warte mal, das kann ja die Gigasauger, das habe ich jetzt erst gemerkt, das war Blutsauger. Und nochmal Gigasauger. Wieso kann das Viech Gigasauger? Gigasauger. Das ist schon ziemlich stark. Ach, das merkt ihr jetzt erst. Ja, weil es kann. Das kann Megasauger, Blutsauger und Gigasauger. Oder? Aber Gigasauger und Megasauger klappt nur mit TM. War das überhaupt schon mal ein TM? In der ersten. Da war's doch aber auch schon Giga, dachte ich. Durch Giga. Das war mal eine TM, ja. In der ersten Generation. Nee, da gab's noch keinen Giga. Giga gab's erst ab zweiter. Muss ich nochmal bei mir mal nachschauen, ob ich da Giga oder Megasauger bekommen hatte. Giga gab's erst ab zweiter. Gigasauger. Okay. Also ich habe Gigasauger erst ab zweiter Generation. Ach, Skunktang. Oh, nee, Skuntang. Ja. Die sind eigentlich ziemlich stark. Skuntang war doch Gift und Licht, oder? Die halten auch recht viel aus. Ja, ich würde da lieber Kampfattacken dann draufhauen, oder? Nee, warte mal, das ist ja dann... Genau, und das kann sogar explodieren. Genau, weil Gift neutralisiert ja den Vorteil von Kampf, oder? Nee, das wird Bodenattacken, Boden. Genau. Hast du gehört, Pika? Du musst Bodenattacken draufhauen. Ja. Und Psychoattacken wirken nicht. Ist ja blöd. Das weiß sie. Zu eurer Information, ich habe kein Pokémon mit Bodenattacken. Ja. Spalbini hat Adlerauge. Ich hätte gerne ein Pokémon mit Adlerauge. Das ist immer Zwift. Ich glaube jetzt... Ne. Angsthase, oder? Was für eine andere Fähigkeit kann denn das Adrenalin sein? Adrenalin war's. Nee. Oder? Adrenalin. Genau. Ui, ui, ui. Aber Bäre heilt. Jawohl. Aber nicht Gift. Verbrennung. Bloß, KP. Oh nein. Ach so. Naja, ich kenne da so eine Faustregel. Vögel werden leicht vergiftet. Das ist eine normale Vögel. Also ich kenne vergiftet. Ich dachte leichter eingefroren. Also ich kenne eingefroren, also 15% Wahrscheinlichkeit statt nur die 10. Wieso Ruckzuckhieb? Ist Flügelschlag nicht stärker als Ruckzuckhieb? Ach so, hat ja auch Flügelschlag macht glaube ich 60 Schaden. Also 60, also hier 90. Stimmt. Und Ruckzuckhieb. Dachte ich, wusste jetzt gerade Ruckzuckhieb ausgewählt. Und hier 60. Weil die Bewegungen bei mir nicht so ganz so flüssig sind. Naja. Aber, jetzt will ich eiskalt, stimmt, jetzt ist es weg, jetzt ist es down. Oh, gemein, aber es verbrennt. Ja. Aber Staravia ist schon wieder vergiftet. So eine Verbrennung ist schon was Nützliches. Slumrad. Aber stimmt, erstmal vor Hühner weg, dann können wir mal darüber reden, dass Glut wegkommt.
aber nicht bei KIs, finde ich. Nee. Verhöhner ist gar nicht mal schlecht. Aber nicht bei KI. Wir gehen sowieso auf Hard Rock. So, wir haben erstmal die Sache hier fertig geregelt. Genau. Wir sind fertig. Auch wie ich Team Rocket vermisse. Kommen wir noch irgendwas? Ja, wir haben noch eine Kleinigkeit. Ja, eine neue Edition gibt es ja im Studio von Game Freak, die Dings, wo man sich Team Rocket Musik anhören kann. Genau. Und wir bekommen ein Fahrrad. Wenn wir zu den Laden gehen, glaube ich. Jetzt steht das Gebäude leer. Sie haben jetzt Feierabend. Kann uns Wayne sein. Naja, vielleicht vermietet Team Galactus ist ganz günstig. Dann können wir es vielleicht mieten. Nö, ich will es mir aufkaufen. Stimmt, kaufen kann man es noch. Es wäre noch besser, weil die brauchen das ja nicht mehr. Genau. Aber wenn, dann würde ich mir lieber den Hauptquartier kaufen, weil das ist halt dann größer. Ja, und das ist deine Sommersuite hier, hä? Genau. Brauche ich mir noch einen Pool rein. Brauche noch einen. Wobei, ich würde dann lieber das Hauptquartier als Sommersuite nehmen und das da als Winterquartier. Weil da die Berge und der Wald, der ist im Winter schöner als im Sommer, finde ich. Ist Leute, kurze Unterbrechung. Okay, das war jetzt der falsche Knopf. So, also wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Und daher beende ich den Part jetzt. Und sag mal, war doch nicht schlecht für den Anfang, nicht?